So, nachdem schon so viel erwartungsvolles Schweigen im Raum ist, fangen wir pünktlich an. Willkommen zur ersten Männerakademie im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht, gesund und munter. Wünsche euch alles ein gutes Jahr, uns allen ein gesundes und dass der Wahnsinn irgendwann mal aufhört. Ja, und schön, dass es wieder doch einige Männer bei der Männerakademie live sind. Der Stream hat heute nicht wirklich funktioniert. Wir haben ein relativ kompliziertes System mit unserem Streaming. Das heißt, man braucht irgendwie immer eine Person, die da sitzt und den bedient und die Kameraeinstellungen hin und her schaltet. Falls sich einer von euch gemüßigt fühlt, technisch in der Lage fühlt und Lust hat, uns diesbezüglich ehrenamtlich zu unterstützen, wir suchen jetzt irgendwie Leute ehrenamtlich, die uns bei diesen ganzen Stream-Geschichten, die ja doch immer mehr werden, unterstützen. Und falls sich jemand angesprochen fühlt, soll er mich danach ansprechen. Ansonsten, ja, vielen Dank und vielen Dank an Michael Diemer, den ersten Referenten des neuen Jahres, mit dem spannenden Thema Männer und Trauma. Michael Diemer ist Trauma-Fachberater und Traumapädagoge im Traumahilfezentrum München. Ich glaube, du erzählst noch ein bisschen was von dir und deiner Arbeit. Und ein sehr spannendes Thema, Traumatisierung, ist natürlich, auch wenn man die Nachrichten sieht, auch gerade durch das Thema Geflüchtete etc., ein ganz großes Thema, ein wichtiges Thema in der psychologischen Arbeit, entspannendes, ein wichtiges Thema. Plätze sind rar, Traumatherapieplätze sind rar, vielleicht können wir da auch ein bisschen was reden. Aber die Frage ist ja, was sind Traumatisierungen, was sind die Folgen von Traumatisierungen und was gibt es vielleicht auch für Behandlungsansätze? Und wir sind gespannt, was es da zu erzählen gibt. Wir haben die Möglichkeit danach, nach dem Vortrag, dass wir eine Diskussion haben und gleich zum Sprechen. Und Zeit haben wir bis 9 Uhr. Und jetzt übergebe ich an Michael Diemer und freue mich auf dich. Danke dir. Danke, Christoph. Ich finde es toll, dass es nicht gestreamt wird. Und dass wir einfach hier in dem Raum miteinander damit sein können. Ja, so wie man es früher gemacht hat. Jemand spricht, jemand hört und dann reden wir miteinander. Es ist gar nicht so einfach, dieses riesenkomplexe Thema so einzudampfen, dass danach das so rauskommt, dass jeder was davon haben soll. Also ich hoffe, dass wir danach die Diskussion so nutzen, dass ihr, und das ist hoffentlich okay, dass wir im Du sind, ich bin Michael, dass es für euch so gut ist, dass ihr eure Fragen, das, was euch interessiert, dass ihr das beantwortet bekommen habt, soweit wie es geht. Das Thema Trauma ist seit einigen Jahren schon ein sehr großes Thema geworden. Also es ist ziemlich in der Psychologie en vogue, sagen wir es mal so. Also wer gerade in der Psychoschiene weitergeht, dann macht er irgendwie eine Trauma-Ausbildung. Das gehört so zum guten Ton. Wir aus dem Feld der Beratung und der Vermittlung fragen uns, wo sind die ganzen Leute? Weil im Moment haben wir in München hier eine Wartezeit auf dem Traumatherapieplatz von circa 1,5 Jahren. Es gibt die ersten Kliniken, die für Trauma spezialisiert sind, haben im Moment eine Wartezeit von 2 Jahren. Also es heißt, und offiziell ist der Bedarf mehr als gedeckt, ja, also von der Politik her. Wir sehen innerhalb der letzten 2 Jahre einen unfassbaren Anstieg der Anfragen. Da komme ich später noch ein bisschen drauf dazu, was die Maßnahmen eigentlich machen gerade und gemacht haben und vielleicht auch da zu gucken, wo gibt es Ansätze, da nicht weiter einzusteigen in irgendwelche nervensystemische Dysregulationsstrudel. Wie in vielen Fällen, ich habe jetzt wenig zur Traumahistorie eingebracht, aber ich finde es für unseren Bereich hier auch total spannend, gerade in dem Männerbereich. Wie in vielen Fällen waren wir schon mal weiter, als wir eigentlich sind. Dieses Thema Trauma hat eigentlich schon
nach dem Ersten Weltkrieg wirklich politische Dimensionen angenommen, dass viele Kriegsheimkehrer zurückkamen und nicht mehr fähig waren, in ihr Leben einzusteigen, weder eine Beziehung zu führen. Man nannte es, viele hatten so einen Tremor, so einen Zitterer, und sie hatten auch den Begriff des Kriegszitterers. Also man hat nicht von PTBS gesprochen, posttraumatische Belastungsstörung, sondern sie hießen Kriegszitterer. Es war in der Weimarer Republik ein Grund der Frühberentung. Also man konnte damit frühberentet werden als Thema, dass dieser Preis, den man über die Erlebnisse in Kriegserlebnissen hatte, so honoriert wurde, dass es eben klar war, es gibt Einschläge im menschlichen System, die nicht mehr repariert oder die nicht so einfach zu reparieren sind, wo man einfach nicht zur Tagesordnung übergehen kann. Das hat dann eine gewisse Gruppierung in Deutschland hier schnell zunichte gemacht, diese Einschätzung von Kriegszitterern. Also wir wissen, unter der NSDAP war das dann klar, dass ein Mann anders zu sein hat. Also dass diese Schwachheit, in Anführungsstrichen, nicht zum deutschen Mann passt. Das wurde alles gecancelt. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg war das kein Thema. Also diese paar Jahre dieser politischen Führung haben tatsächlich ausgereicht, das Bild auf Mann und das Bild auf Rollenverständnis von Mann und auf biografische Ebenen von Erkrankungen kategorisch erstmal zunichte zu machen und zu sagen, jetzt geht es um andere Dinge. Dass die Folgestörung von Trauma, kommt gleich noch dazu, was es bedeutet eigentlich, wieder eine Erkrankungs-, also eine im Sinne einer behandlungsfähigen und einer Kategorie entspricht, haben wir erst einer späten ICD-10, also das ist noch gar nicht so alt, dass die Traumafolgestörungen eine Ziffer bekommen haben, auf der Grundlage dann quasi Therapie passieren kann. Also es ist ein spannendes Feld und ich komme so aus dem Traumahilfezentrum und aus einer eigenen Praxis, bin vom Beruf her Physiotherapeut, also komme aus der Körpertherapie und habe mich da spezialisiert von Anfang an in chronifizierte Erkrankungen, Schmerzerkrankungen. Und da kommt man unweigerlich an der biografischen Anamnese nicht vorbei, also zu schauen, was hat denn das Leben eigentlich? Was spielt denn die persönliche Geschichte desjenigen oder derjenigen für eine Rolle? Und so kam ich vor 15 Jahren in eine Trauma-Ausbildung, also ich bin Traumatherapeut auch, habe nach Peter Levine bin ich ausgebildet, also Somatic Experience heißt die Richtung, sehr aus dem Amerikanischen rausgenommen, weil die Amerikaner für uns Körpertherapeuten sehr viel näher lagen schon immer. Da wurde sehr viel mehr körpertherapeutisch drauf geschaut. Da gibt es noch ein paar andere Schulen. Bessel van der Kolk, jetzt hat sich das ausgeschaltet. Kannst du da? Da gibt es so ein paar Namen in Amerika, so wie es hier in Deutschland ein paar Namen gibt. Rettemann und Huber, die eher so oft aus einer tiefen psychologisch fundierten Richtung in die Traumarichtung hineingegangen sind. Also die eher verhaltensorientiert auf das Feld von PTBS drauf schauen und weniger somatisch-biologisch in der Regulationsebene drauf schauen. Es vermischt sich gerade, man merkt, man kommt da nicht sehr viel, man kommt bis zu einem gewissen Punkt und dann macht es Sinn, dass der Körper, in dem es sich natürlich abspeichert und auch spiegelt und der reagiert, ohne den Körper geht es halt nicht. Das Traumahilfezentrum, wo ich sehr aktiv bin, ist ein Verein, ein gemeinnütziger Verein, der seit ca. 15 Jahren sich um den Bereich kümmert
ist entstanden aus dem Anspruch heraus, von Therapeuten vor allen Dingen, einen Platz zu schaffen, wo Menschen kommen können und erstmal zum Thema Trauma sich informieren können. Das ist immer noch so, da gibt es eine Orientierungsberatung, wo man eben auch genau wie in vielen Hilfesystemen schaut, was gibt es für Hilfeangebote, wo bestehe ich da gerade, was wäre ein logischer nächster Schritt, wo können wir da unterstützend wirksam sein. Das ist der eine Seite und der andere für Betroffene gab es schon immer Stabilisierungsangebote, also Gruppen, wo man hingeht und so in 8 Einheiten, 1,5 Stunden etwas zum Thema Trauma, so viel Psychoedukation noch dabei ist, aber eben auch in den verschiedensten Richtungen schon mal stabilisierend, regulierend eben Möglichkeiten erarbeitet werden. Dieses Feld hat sich enorm aufgebaut, also ich war dann selber ein paar Jahre im Vorstand da einige Zeit und war zuständig für diese Stabilisierungskurse, habe selber da sehr viele Stabilisierungskurse gegeben auf der Körperebene, bin auch Qigong-Lehrer und habe viel mit Qigong da in diese Körpererfahrungswelt hineingebracht, aber auch aus dem Yoga, aus den gestalterischen Ebenen, also ganz viele, viele Ebenen. Wir haben mit 4, 5 Gruppen im Jahr angefangen und sind im Moment bei ca. 25 Gruppen im Jahr. Also es hat sich innerhalb von 6, 7 Jahren enorm gesteigert, auch die Nachfrage danach. Weil eben auch das Feld, das Thema Trauma immer mehr, immer weiter kommt. Und seit 2 Jahren jetzt, und da bin ich ganz stolz drauf, und da ist die Verbindung auch zum SUB hier, sind wir Teil vom Sozialministeriums eines Pilotprojektes der Gewaltprävention, Gewalt gegen Männer für häusliche und oder sexualisierte Gewalt. Und da ist sowohl das SUB auch dabei als Teil des Netzwerkes, als auch viele, viele andere. Und wir sind dafür zuständig für den gesamten südbayerischen Raum, für die Folgestörungen von Trauma, also für PTBS, für die posttraumatischen Folgestörungen, sagen wir für die Chronifizierungen, was irgendwann mal passiert ist. Also wir sind in der Stelle keine Akutberatung, das sind andere, das ist MIM dafür zuständig vor allen Dingen, hier im Münchner Bereich. Wir sind quasi zuständig für die Folgen von Traumatisierungen nach so und so vielen Jahren. Das ist völlig egal. Und da haben wir angefangen und keiner wusste, wie der Bedarf ist. Wir haben ein Konzept dafür entwickelt, dass eben Körper, Wort und Kunst quasi miteinander gehen. Wir sind quasi einen Tag, bespielen wir dieses Zentrum, wo nur Männer für die Beratung quasi eingeladen werden oder den Termin haben können. Genau. Und das war ein Überraschungserfolg für uns. Zeigt, es gibt einen hohen Bedarf an der Stelle und wir sind gespannt, ob wie weit der Pilot weiterleben darf oder ob er irgendwann mal auch wieder beerdigt wird oder ob in einer Verstetigung der Förderung hineinkommt, was dann die Stadt gerade in Corona-Zeiten kategorisch erstmal ablehnt. Also es ist so alles ein bisschen eine wackelige Angelegenheit in diesen Hilfssystemen. Genau. Das war jetzt zu schnell. So weit zu mir. Also ich bin so aus dem Körperbereich und gucke da sehr in diese sensomotorische, in diese neurophysiologische, in den Teil der Polyvagalgesellschaft hier in Deutschland und. Also da gibt es dann Fragen, da können wir dann später vielleicht noch mehr darüber erzählen. Zum Thema Trauma. Nicht alles, was uns passiert, ist ein Trauma. Also nicht jeder schwere Schicksalsschlag, nicht jeder schwere Lebensentscheidung oder Attacke ist definitiv, also ist per Definition ein Trauma. Zu einem Trauma gehört ein paar wesentliche Teile. Es gibt Fisch- und Riedesser, hat es mal so wunderbar in den 80er Jahren benannt und es ist immer noch die offizielle Definition von Trauma. Dass Trauma ein vitales Diskrepanzerlebnis
zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten ist. Also das heißt, mir begegnet etwas, was auch immer das sein kann. Das kann, wir kommen später darauf, was alles Trauma sein kann. Also etwas, was mich total bedroht, was mein Leben wirklich attackiert und bedroht und meinen individuellen Bewältigungsstrategien, das heißt das, was wir über Resilienz kennen, wie viele Resilienzfaktoren, wie bin ich gut aufgestellt im sozialen Bereich, wie ist meine Gesamtverfassung und so weiter. So, deswegen ist Trauma nie objektiv zu betrachten, also niemand kann sagen, dieses Trauma, du hast ein Trauma, du hast kein Trauma, sondern es ist ein völlig subjektives Erleben des jeweiligen Menschen. Was für den einen nehmbar ist, verarbeitbar ist, kann für einen anderen die Welt zusammenstürzen lassen. Und es liegt nicht an uns, da irgendeine Maßgabe dazu geben, inwieweit es stimmt, sondern es ist wirklich die Würdigung des subjektiven Bewältigungsmöglichkeiten oder eben nicht. Dazu gehört, und das ist ein bisschen das Thema, wo ich dann später darauf einsteigen möchte, sehr unsere Sozialisation und unser biografisches Erleben, was wir so hatten und haben. Genau. Und diese Situation geht mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einher. Das heißt, ich habe keine Chance, in dem Moment irgendetwas dagegen zu setzen. Es überrollt mich. Es nimmt mich komplett hinein oder schaltet mich komplett aus. Ich kann in dem Moment nicht reagieren. Ja? Und das, diese Vehemenz, dass ich ausgeliefert bin, was dann die Definition von Opfer auch ist, erschüttert in dem Moment das komplette Weltbild. Meine Sicherheit geht verloren, mein Selbstbild, mein Selbstverständnis geht mir in dem Moment abhanden und ich verstehe die Welt nicht mehr. Was passiert da mit mir? Wir kennen es alle in irgendeiner Art und Weise, ist es quasi die Übersteigerung einer extremen Stresssituation. Und Stress, wissen wir, was das macht, wenn wir eine Prüfung machen, wer kann sich noch an seine Führerscheinprüfung erinnern, wo sind wir da aufgeregt, ja, aber es ist handelbar, wir haben gelernt, wir haben geübt, wir können das handeln. Wenn mich jetzt jemand irgendwo in den Hubschrauber reinsetzt und sagt, so jetzt fliegst du, sonst stirbst du, bin ich ein bisschen überfordert an der Stelle, ja, also das habe ich nie gelernt, ich habe keine Strategie dafür, ich weiß es nicht, wie es geht, da kann ich noch so viele Actionfilme gesehen haben, ich weiß es nicht, also ich bin dem ausgeliefert, da kann der Hubschrauber noch so vollgetankt sein, habe ich keine Chance, also es ist, und andere können es, ich nicht, ja, also es ist ein sehr individuelles, subjektives Erleben, was ein Trauma für jemanden ist oder nicht. Es ist eben seit 2015 durch die Migrationswelle natürlich enorm an die Oberfläche gespült worden. Und wir waren da sehr aktiv an der Stelle, auch vom Traumahilfezentrum aus, auch die Helfer zu beraten, die Systeme zu beraten. Und wir mussten irgendwann sehr frustriert einfach sagen, es ist eigentlich nicht gewollt, die Politik, also es ist alles andere als traumasensibel, was hier passiert und immer noch passiert. Also da ist nicht viel gelernt worden. Genau. Ich mag da gerne, gibt es da eine Frage dazu? Ich mag jetzt ein bisschen hin und her, dass wir nicht warten bis zum Schluss. Ist das irgendwas dabei, wo es gerade noch eine Klärung braucht? Ja, mich hätte jetzt interessiert, nachdem das Männerbild so heftig wurde, dass Trauma keine Rolle mehr spielte, wie war das mit Frauen? Waren die sowieso noch nie in der Geschichte Traumafälle? Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Bei Gewalt gegen Frauen ist ja eigentlich seit
Jahrtausenden üblich. Ja, aber auch seit Jahrtausenden legitim. Also es hat immer was damit zu tun, was in der Gesellschaft anerkannt ist oder nicht. Oder inwieweit mein Bewusstsein und meine Ebene von Recht und Unrecht dahingehend ist. Also war Trauma erst nur auf Männer bezogen durch diese Kriegserlebnisse? Das war das erste Mal hier in Deutschland, dass es tatsächlich vom medizinischen Faktor her benannt wurde. Ja? Alles andere bei den Frauen hieß es Hysterie. Das Feld Trauma ist tatsächlich noch nicht so alt. Damals hieß es auch nicht Trauma. Das Wort Trauma ist nicht so alt. Das ist tatsächlich mit der Stressforschung von Seiler in den 60er, 70er, 80er Jahren hat sich das mehr und mehr geprägt. Ja? Also wir sind auch in einem Feld, das noch nicht so publik ist. Mag das geholfen haben? Ja, ja. Ich habe eine Frage zu dem vorletzten Satz, da steht es wie PTBS drin. Achso, da bin ich ja noch gar nicht. Nee, da war ich ja noch nicht. Also PTBS, das ist, aber halte dir die Frage aufrecht. Weil dann kommen wir zum Thema der posttraumatischen Belastungsstörung. Wir können kein Trauma therapieren. Ja? Ein Trauma ist passiert. Also das Geschehen ist geschehen. Punkt. Wir können die Folgen und die Spuren und die Zeichen, die das Trauma hinterlassen hat oder bewirkt hat, die kann man anschauen und die kann man angehen. Ja? Das heißt, und das müssen wir mal gucken, Traumatherapie, gab mal eine Zeit in den 90ern, Anfang der 2000er und immer noch auch in den frühen EMDR-Zeiten, also das ist so eine Technik, wo man mit Bewegung, mit Augenbewegung arbeitet, das winken wir weg, das Trauma machen wir weg, dann bist du, das merkst, das machen wir einfach weg. Ja, so aus Hypno-Ebenen heraus. Mhm. Und war es weg? Die Verschaltung war eine andere. Es war glücklicherweise am Ende eine Erleichterung da durch diesen Satz, was man eben ja aus einem negativen Satz, damals war ich hilflos und dann suchst du dir einen neuen Satz und jetzt passe ich mehr auf mich auf. Ja. Und das wird so als Inspiration oder Motivation oder so. Ja. Aber das mit dem Fingern am Anfang, da ist man auf einmal tatsächlich irgendwie schon weg. Also es war schon. Also es ist einfach nicht so einfach, weil was geschehen ist, ist geschehen. Ja. Und unser Körper und unser Geist, wo auch immer, wir wissen noch nicht, wo das alles abgespeichert ist, vergisst nichts. Das war eben die Zukunft. Ja. Und das ist eben der Punkt, wie wir damit umgehen. Also wie die Reaktionsmuster darauf sind. Ob ich weiterhin dem ausgeliefert bin in meiner Ebene oder ob ich damit konstruktiv was mache. Das ist wichtig. Und daraus was lernen. Genau. Ja. Also eine posttraumatische Belastungsstörung, das können wir therapieren, das können wir beraten, das können wir behandeln, damit sind wir unterwegs. Ja, das, was die Folgen eines Traumas sind und das zählt zu den psychischen Erkrankungen, das kann man so und so sehen. Es ist gut, dass es unter diese Erkrankungen fällt, weil dadurch wird es therapiewürdig. Ja, es ist im Prinzip ist es eine Regulationsstörung des Systems. Ja, Erkrankung ist immer so was, ist eine schwierige Definition an der Stelle. An der PTBS gehen, also definitionsgemäß, eben was oben Trauma, mehrere belastende oder ein belastendes Ereignis von außergewöhnlichem Umfang und katastrophalem Ausmaß voran. Und wichtig ist, es muss mich noch nicht mal selbst betreffen. Es reicht auch, wenn ich Zeuge eines Geschehens bin. Es reicht sogar manchmal, wenn ich davon gehört habe. Und wenn mein System etwas daraus strickt. Das wird dann meine innere Realität. Es gibt auch ein sogenanntes Sekundärtrauma, das haben Therapeuten und Berater sehr gerne, die Geschichte des Beratenden oder des Klienten übernehmen und daraus eine eigene Traumatisierung entwickeln. Also es ist eine ziemlich,
sehr interessante und spannende Ebene, wo wir da unterwegs sind, wo Therapeuten und Berater auch sehr gut geschult sein sollten, um damit gut für sich auch umzugehen und dann damit nach außen umzugehen. Es gibt so eine zeitliche Varianz, man sagt so, alles was innerhalb des ersten halben Jahres, 3 Monate bis einem halben Jahr, da fängt dann die sogenannte PTBS an. Also das heißt, nach einem Akutgeschehen, das hatten wir zum Beispiel hier bei dem Amoklauf im Olympiazentrum, da war dann ganz viel danach auch zu tun. Und das Erste, was die Leute merken, das ist ein schlechter Schlaf, ich bin total unruhig, ich habe nicht mehr die Kraft, ich habe nicht mehr die Konzentrationsfähigkeit und. Und die erste Frage, die meistens kommt, ich habe das Gefühl, ich werde verrückt. Ich kenne mich nicht mehr. War immer so klar, ich war so klar, konnte das alles regeln, mein Tagesablauf, alles. Jetzt geht es nicht mehr. Und dann muss man gucken. Man weiß, je besser die Hilfestellung direkt posttraumatisch ist, also schnell, je schneller, je besser die Hilfe ist, desto höher ist die Möglichkeit, dass daraus keine PTBS sich entwickelt. Und zwar bis zu 80%. Also es ist die Erstversorgung nach Akuttraumatisierung ist eigentlich der Schlüssel, also wäre der Königsweg. Ja? Wir können nie Traumatisierungen verhindern, das geht nicht, dazu ist Leben Leben. Aber wir können gucken, wie wir damit umgehen. Und was dann so nach einem halben, Viertel bis halben Jahr an Spuren da ist, das nennt man dann posttraumatische Belastungsstörung. Genau. Und wenn man das aber gut psychoedukatorisch erklärt, auch was da passiert, auch im Hirn passiert, im System passiert, im Nervensystem passiert, ist es für viele schon mal, ah, okay, ich werde nicht verrückt. Das gehört zu dem Aufarbeitungssystem meines eigenen Nervensystems dazu. Ja? Also je mehr Wissen, Wissenschaft, Sicherheit und Sicherheit macht Beruhigung. Und häufig kommt es zum Gefühl von Hilflosigkeit und durch das traumatische Erleben zu einer Erschütterung des Ich- und Weltverständnisses. Das hatten wir jetzt schon gesagt. Jetzt, bitte. Das hat sich erledigt. Ich bin halt über den Ersatz dann gestoßen, dass es innerhalb eines halben Jahres auftritt und habe dann an so Kindheitstrauma gedacht. Und wir sind dann einfach so lange am Halten. Pass mal auf. Nächste Folie. Diese Thematik ist eigentlich die spannende Thematik dabei, die mehr und mehr spannend ist. In unserem Männerprojekt haben wir mit 85% mit KPTBS zu tun, mit einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung, die aufgrund von Kindheitserfahrungen sich entwickelt hat, die ganz lange, und das ist wirklich ein da kommen jetzt dann später so männertypische Kompensationsstrukturen dazu, irgendwie ganz gut unter Kontrolle gehalten werden konnte und irgendwann nicht mehr. Erleben wir gerade, oder haben wir viel erlebt und erleben wir immer noch ganz viel in Altersheimen. Ja, im Alter lässt die Widerstandsfähigkeit der Unterdrückungsenergie, also Fähigkeit, ab, also nimmt ab. Das heißt, alte Bilder kommen hoch. Also es gibt ganz viele Flashbacks, also Intrusionen, was dann steht als Hauptsymptome, aus der Kriegszeit heraus. Oder ich höre eine Sirene und auf einmal bin ich in einem Zustand wieder. Oder ich rieche irgendein Feuerzeug, ein Schwefelholz und bin in der Zeit zurückversetzt. Tatsächlich ist Trauma eine wahnsinnig spannende Ebene, weil es keine Zeit kennt. Also wir können dann in dem Moment, bin ich dort. Kann ich dann noch so logisch sein, es hat nichts mehr mit Logik zu tun, sondern mit Überleben. Und da laufen andere Strukturen in uns ab. Die Symptome einer klassischen PTBS ist erst einmal die Übererregung. Also es ist eine dauerhafte Spannung im Körper drin. Das ist so wie so ein Flitzebogen. Ja, und man neigt oft leicht zu einer übererregten, wie soll ich sagen,
es ist leicht, so jemanden zu triggern. Ja, weil die Grundspannung im Nervensystem eh schon relativ hoch ist. Und dann reichen oft Kleinigkeiten, die mich dann völlig aus der Bahn werfen. Also Übererregung im Nervensystem, im Sympathikus, das ist das System, das da zuständig ist, sehr hoch. Mit den entsprechenden Ausschüttungen von Stoffen, vor allen Dingen von Cortisol. Und Cortisol macht total Sinn. Früher in der Höhlenzeit war das wichtig, wenn der Löwe uns erwischt hat, dann hat man schon mal ein bisschen einen entzündungshemmenden Stoff drin, ja, hat man vielleicht ein bisschen Glück. Wenn ich dauerhaft Cortisol erhöht habe als Spiegel, und das ist ein Messspiegel für PDBS, ich kann es über einen Cortisolspiegel mitmessen, dann kippt das System und es macht Entzündungen. Und damit gehen Schmerzen einher. Also Entzündung und Schmerz ist Thema. Schmerz ist fast wie ein Leitsymptom einer PDBS, chronifizierte Schmerzen. Also das ist so ein Thema. Und unser Immunsystem verändert sich. Die Zusammensetzung unserer T-Zellen verändert sich bei einer langen Zeit oder längeren Zeit von erhöhten Cortisolspiegeln. Das heißt, die Autoimmunerkrankungen haben da leichteren Zugang, können da leichter passieren. Es hat sehr viel somatische Auswirkungen, ein Trauma. Intrusion und Flashbacks ist vielleicht nicht so leicht zu verstehen. Flashbacks heißt, was ich vorhin erzählt habe, mit den Menschen, die 50, 60 Jahre Dinge ganz gut abgekapselt haben konnten und auf einmal reicht eine Sirene und ich bin da. Ich habe die totalen Bilder, ich habe die Gerüche, ich habe alles quasi vor mir lebendig. Wie damals ist es jetzt. Und das ist im Missbrauchsbereich zum Beispiel, also man-made Trauma heißt es dann, von Menschen verursachtes Trauma, sind es zum Beispiel Gerüche, die ganz stark triggern können. Also ein Aftershave oder ein Deodorant oder ein Körpergeruch kann sofort triggern und es kann mir jemand noch so attraktiv, noch so sympathisch sein. Mit dem Geruch ist er lebensgefährlich. Also ich kann das nicht, wenn ich dann wirklich in dem Film drin bin, bin ich in einem Film. Ich kann es nicht mehr logisch steuern, weil meine Logik in dem Moment geht es um Überleben und nicht um klug daherreden. Ja, und da haben wir tiefere Systeme, die da aktiv werden. Intrusion heißt oft auch zum Beispiel, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Probleme, mal biografische Herausforderungen mit Vaterfigur hatte, ja, dass Vorgesetzte, zum Beispiel wenn ich dann einen Vorgesetzten habe, der hat so einen ähnlichen Tonfall und auf einmal verwechsel ich denjenigen mit meinem Vater. Die Reaktion ist die gleiche. Eigentlich kommt da dann so eine Aggressionsebene zum Beispiel hoch. Oder ich kipp ganz um, ich werde ganz still. Also alle Reaktionsmuster der Möglichkeiten des Überlebens, das irgendwie aus der Nummer rauskommen, wie wir es mal überlebt haben, kann dann in Gang gesetzt werden. Vermeidung ist eine wahnsinnig wichtige Geschichte. Bei einem Verkehrsunfall kennen wir das zum Beispiel, dass man dann Strecken vermeidet, wo ein Unfall passiert ist. Man fährt lieber 10 Kilometer Umweg, als diese Strecke zu nehmen, weil diese Kurve, wo es passiert ist, kann ich nicht fahren. Das macht so eine Erregungskurve in mir, dass es mich überfordert. Kann aber auch heißen, ich vermeide Menschen oder ich vermeide Beziehungen zum Beispiel. Wenn ich da ganz traumatisiert wurde mal oder ganz schwere Erlebnisse hatte, kann das auch eine Vermeidungsstrategie sein. Also Vermeidung kann in jeder Ebene stattfinden. In jeder Ebene. Und im Englischen Numbing, emotionale Betäubung. Ich spüre einfach nicht mehr so viel. Also ich schalte mich einfach ein Stück weit weg. Punkt. Ich lasse nichts mehr so weit ran, ich lasse aber auch nichts mehr so weit raus. Es ist alles wie ein bisschen durch so eine Wolke, ich nehme die Wolke aber gar nicht mit, weil es normal wird irgendwann.
Ja, es ist so, es wird zu einem Normalzustand und genau, nicht so leicht in Beziehungsebene dann. Ja? Genau, die komplexe PDPS, und das ist eigentlich spannend, die gibt es noch nicht offiziell im ICD-10. Die gibt es jetzt dann im neuen ICD-11, da wird sie dann aufgelistet. Bei der komplexen PDPS ist man draufgekommen, dass eben diese Spuren dieser Herausforderung oder einer Traumatisierung über Jahrzehnte hinweg aktiv sein können. Entweder aktiv oder schlummern und dann aktiv werden, wie auch immer. Aber die Anlage dieser Ebene ist drin. Und deswegen geht die traumasensible, auch somatische Anamnese immerhin auch zu einer biografischen Anamnese, wo man mal fragt, hey, gab es da mal was in der Jugend, in der Kindheit? Ja, und man weiß es zum Beispiel, also wo sehr gut im Schmerzbereich ist es sehr gut erforscht, bei chronifizierten Schmerzenerkrankungen, was relativ häufig ist in unserer Gesellschaft, weiß man, dass 2/3 aufgrund einer biografischen Traumatisierung psychosomatisiert stattfinden. Ja, also 2/3, über 60% der Schmerzpatienten haben eine biografische Begründung, eigentlich Grundlage des Schmerzes. Im Autoimmunbereich ist es ungefähr das Gleiche, kann man davon ausgehen. Und genau. Und was der Punkt ist. Ist, darf ich da nochmal nachfragen? Ja, bitte. Also im Autoimmunbereich wegen dieser Erhöhung des Cortisolspiegels. Zum Beispiel, ja. Okay. Ja, ja. Genau. Also man, bei MS hat man solche Zahlen zum Beispiel. Oder bei starken Abwehrreaktionen auf etwas hin. Da gibt es so in diese Richtung hinein. Ja. Weil eben die T-Zellen sich da verändern. Weiß man noch nicht so lange. Es gibt dieses Forschungsfeld, nennt sich Psychoneuroimmunologie, und es ist noch nicht so alt, dass man da überhaupt guckt, was Stress und dann Trauma ist nichts anderes wie nicht mehr bewältigbarer Stress im System macht. Eine komplexe PDPS, Bessel van der Kolk, das ist eine Definition, die aus Amerika kommt. Beinhaltet eine Störung von Gefühlszuständen und Impulskontrolle. Also ich kann mich einfach schwer selbst beruhigen. Das ist so eine Definition davon. Ich habe oftmals eine verminderte Steuerung aggressiver Impulse. Also ich kann mich schwer regulieren. Ja, meine Regulationsfähigkeit ist da eben angekratzt. Ich neige zu Selbstverletzungen, auch das ist ein weites Feld, Selbstverletzung, und zu Risikoverhalten. Da geht es auch in alle Richtungen. Ja? Also Risikoverhalten ist auch im sexuellen Bereich, also Hochrisikobereich. Und da sehen wir das auch tatsächlich in der Arbeit gerade sehr, sehr stark. Dissoziative Störungen, das ist etwas sehr Spezielles, Dissoziation, der Begriff Dissoziation. Dissoziation heißt, wenn mein System ist die letzte Möglichkeit, dass ich überlebe, dass ich wirklich Teile oder Ganze nicht ganz abschalte. Ich habe dann zeitliche, räumliche Fehlteile. Da fehlt mir einfach Zeit, da fehlt mir Geschichte. Es geht so weit, dass ich, früher hieß es multiple Persönlichkeitsstruktur aufbaue. Ja, ich habe so... Und das geht nur, wenn ich in der Kindheit im Extrem gefordert bin. Das heißt, im rituellen Kontext, im Kinderhandel, Kinderporno, in diesen Kontexten hinein, da kreiert man eine Dissoziation, also immer dann, wenn ich kurz vorm Tod bin, Waterboarding macht es auch zum Beispiel, also Folter macht es, entwickelt mein Körper, geht raus aus seinem Selbst,
und entwickelt ein neues Selbst. Und das kann ich dann ganz gut schulen als Prinzessin, als nettes Mädchen, als Lolita, als was auch immer, im Jungsbereich genauso. Haben wir 3 Fälle gerade aktuell, die über die Online-Plattformen in ihrer, die neugierig waren und so geguckt haben, was geht da so sexuell, so in der Pubertät, und tatsächlich ganz klar von Männern so quasi über 2, 3, 4 Jahre im Online-Bereich so geschult wurden, dass sie quasi danach dann als Sexsklave zur Verfügung standen. Es ist ein ziemlich, muss man sehr clever sein, um das zu machen, und es ist sehr perfide. Und gerade in dieser Zeit, so um 14, in dieser Pubertätszeit, da ist ein Zentrum im Frontalhirn, im Umbau, da kann ich relativ schnell etwas anderes reinsetzen. So werden Kindersoldaten auch gemacht. Die macht man. Das hat Hitler auch bis zur Perfektion über seine Jugendarbeit. Genau das war der Grund. Da kann ich einen Menschen absolut prägen. Er merkt es gar nicht. Ich finde das toll. Ja? Dissoziative Störungen. Ich weiß es gar nicht, was da mit mir passiert. Sehr speziell. Störung der Selbstwahrnehmung. Also da haben wir einen großen Bereich von, dass ich mich immer schuldig fühle, dass ich mich traue. Ich bin, also ja, ich traue mich kaum raus, weil es liegt sowieso an mir, dass irgendwas nicht funktioniert. Also so wirkliche Selbstbilder, die einfach gemacht wurden. Störung in der Beziehung zu anderen. Wir haben oft in dem Feld Beziehungsproblematiken, ja, wie auch immer. Weil meistens ist es passiert, dass nahe Bezugspersonen quasi mein Vertrauen missbraucht haben. Und irgendwann vertraue ich nicht mehr so einfach. Ja, es wird immer schwieriger. Und so dieses soziale Miteinander, so wie wir jetzt da sind, wo wir in Kontakt gehen können, wieder ein bisschen raus, wieder ein bisschen rein, so dieses Natürliche, das ist da massiv gestört an der Stelle. Und es gibt grundsätzlich oft eine negative Lebenseinstellung, so ich kann werden, was mache ich hier eigentlich? Also das sind so klare Zeichen, Mensch, da macht es doch mal Sinn, vielleicht so in diese frühe Kindheit, Jugend hineinzugucken und mal zu schauen, was war denn da? Genau. Und das ist tatsächlich ein Feld, das ist noch nicht so alt, dass es so benannt wird, ja, und einen Namen hat. Früher hat man gedacht, ein Kind bis zum Alter von 2, das hat noch einen gewissen Hippocampus, den hat den Gedächtnisteil, der heißt Hippocampus, der entsteht da erst und der speichert unsere Erinnerung. Also hat man früher angenommen, ein Kind empfindet keinen Schmerz und es kann sich sowieso an nichts erinnern. Und so war Kindererziehung und so war auch klinische Kinderbehandlung, pädiatrische Behandlung. Man hat nicht unbedingt so anästhesiert und man hat auch in der Adoptionsvergabe, also so ein Kind war halt ein Subjekt, so, weil bis 2 ist es eher dem Tier zuzuordnen. Das klingt jetzt hart, aber es ist noch nicht so lange her, dass es erst anders ist. Dieser Erziehungsratgeber, der aus der Zeit, die ich immer wieder anspreche, wurde bis in den 70er Jahren aufgelegt. Ja? Also Kinder nicht zu Terroristen erziehen, es wird zu ordentlichen Zeiten gefüttert, die müssen in ihr Eigenbett schlafen, bla 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 bla. Also wenn es schreit, am besten auf den Balkon, das stärkt die Lungen, lass dich da nicht einlullen davon. Ja? Jedes Kind wird irgendwann brav und ruhig, weil es kollabiert, weil es einfach aufgibt. Da haben wir solche frühen Prägungen von frühen Traumatisierungen. Genau. Gibt es bis dahin Fragen? Ich gehe nochmal zurück. Also, wenn euch irgendwas bewegt oder hineinschießt. Ich
Das war doch im Prinzip auch das Ziel dieser Erziehung, den Willen des Kindes zu werden. Hurra, genau. Ja. Und dann muss man immer gucken. Der Mensch scheint dann willenlos, er scheint ein bisschen sehr viel steuerbarer. Gleichzeitig speichern wir aber auch die aggressive Energie des Außens in uns irgendwo ab. Und dann kann es leicht sein, dass, weil ich nie gelernt habe, Aggressionen in die richtige Richtung zu geben, dass ich sie dann gegen mich verwende. Ganz schnell. Weil irgendwie ist Aggression ein Urgefühl. Das habe ich. Und das habe ich in dem Fall relativ stark. Es ist nur so weggeschaltet, dass ich es gar nicht wahrnehme, dass ich aggressiv bin. Und damit umzugehen. Also umzugehen weiß. Es wird sehr, sehr tricky an der Stelle. Eine Frage, kann es dann die Autoaggression von der Zigarette kann es auch sein, dass es einfach eine Fremdaggression so aus dem Drittes Reich umschlägt? Also ist beides möglich, oder? Ja, exakt. Und es ist auch gesellschaftlich möglich. Ne? Also wir haben auch dieses Feld, was ich jetzt bespreche, können wir auch auf Gesellschaft, auf Kollektive übertragen, auf Firmen, auf Teams, auf Staaten. Also, und da wird es ziemlich spannend zu gucken, was passiert denn da eigentlich gerade. Und genauso kann man wahrscheinlich auch die Strategie entwickeln, dass man eben, wenn man daran arbeiten möchte, statt misstrauisch viel zu vertrauensvoll. Exakt. Exakt. Überhaupt, überhaupt keine Grenze mehr hat. Ne? So kein Nein. Also du, so ich stehe zur Verfügung. Weil ich nicht leben möchte. Ja, und weil du das Gefühl hast, da spürst du was. So funktioniert es. Beides nicht gesund. Es geht immer in alle Richtungen. Es gibt im Traumabereich nichts, was es nicht gibt. Das muss man also in 15 Jahren, ich wundere mich über nichts mehr. Ja. Es gibt Erkrankungen, die in einem Teil da sind, in einer dissoziativen Persönlichkeit und in einem anderen nicht, medizinisch nicht begründbar. Also es gibt Bluthochdruckpatienten, wenn sie in so einem Kindteil sind und wenn sie in einem sehr klaren, durchaus erfolgreichen, hochintelligenten Menschen, das ist völlig fein, überhaupt nichts mit dem Herzen. Also, und es geht in viele, viele Richtungen. Ja. Beispiel für Traumata, ich habe so ein paar aufgelistet. Also klar, es gibt diese Monotraumatisierungen, oft so heißt es, Verkehrs- oder Arbeitsunfall, lebensbedrohliche Erkrankungen. Also es ist eine Bedrohung meines Lebens. Ja, und vielleicht hat es der eine oder andere schon mal erlebt, wenn ungeschickte Ärzte dir eine Diagnose vorsemmeln. Man löst sich erstmal auf. Ja, es ist erstmal, ist mein System kollabiert leicht. Ja, da wird noch zu wenig geschult auch dazu. Naturkatastrophen hatte ich einige nach dem Tsunami in Thailand zum Beispiel, also wo nach Erdbeben kann sowas ausrichten, wenn unsere Sicherheit, wenn die Erde auf einmal anfängt, nicht mehr safe zu sein, nicht mehr Sicherheit zu geben, ist mein System so im Alarmzustand, dass es quasi wie ein Trauma wirkt. Klar, Vergewaltigung, ich kann mich nicht wehren. Überfälle, also Raubüberfälle, also alle in dieser ganzen Geschichte, Feuer, Explosionen, wenn etwas unerwartet auf einmal passiert, ja, da, wenn ich keine Vorbereitungszeit habe, pasch, und es ist nicht nur Schock und Schreck, sondern es ist tatsächlich dann Trauma. Terroranschläge ist auch etwas, es ist wie jetzt dieser Amoklauf, aber sehr ähnlich, wo ich nicht weiß, wo sitzt jemand, wo ist der Schütze, was passiert da gerade. Sexuelle oder körperliche Gewalterlebnisse in der Kindheit.
Es müssen nicht immer sexuelle Übergriffe sein, ja, sondern es reicht auch manchmal einen Fall, der in die Waschmaschine gesperrt wurde und die Tür zugemacht wurde. Ja? Es wurde nicht laufen lassen. Ja? Ist ein sehr erfolgreicher Dokumentarfilmer geworden und kam nach zwei, also der konnte darüber sehr klar kommunizieren, das war klar. Also in der Logik war das klar. Sein gesamtes Aggressionsverhalten, seine ganze Verschaltung zum Körper war nicht angeschaut. Also zwei, die meisten in dem Feld, wo wir unterwegs sind, der Männerberatung, haben ein bis zwei Psychotherapien hinter sich. Die können relativ, und wir Männer können viel, können Dinge gut abspalten. Wir können gut in unsere Kognition gehen und die Welt versuchen zu erklären. Da müssen wir nichts spüren. Das ist eine Abspaltungstendenz, die haben wir mal gelernt irgendwann, weil Männer spüren nicht so viel, ne? Also haben nicht so weinerlich zu sein, wie haben einen Indianer zu sein. Ein Indianer kennt keinen Schmerz und stell dich nicht so an oder so. Solche Sätze prägen ein Bild, wie ich mit Schmerz, mit Betroffenheit umgehe, mit mir selbst. Genau. Und das war sehr spannend bei ihm. Also das war dann bei dem Fall, was ich gerade geschildert habe, der hatte diese Aggression auf diese, das waren alle, da war die gesamte Familie, war da quasi der Aggressor, so gegen sich gewandt, also eben Autoaggressionsverhalten, auch Erkrankungen und. Das ist wunderbar. Also da gab es große, tolle Transformationsmomente in der Geschichte. Genauso, wir hatten einen anderen Namen immer noch, der in der Kindheit immer in den Keller gesperrt wurde. Ja? Letztes Jahr, der erste Lockdown, war der Trigger. Ja? Er musste zu Hause bleiben. Es hat in seinem Fall war das wie, ich werde weggesperrt. Zack, war er in diesem Wiedererleben von damals mit den gleichen Symptomen von Hilflosigkeit und von allem. So, also es macht gerade viel, was passiert. Genau, Kriegserlebnisse, Geiselnahme, Folter, das ist klar. Und Folter ist nicht so selten. Also, genau, viele der Migranten, die hierher kamen, haben Folter erlebt. Und da gibt es auch eine gute Stelle auch dafür. Genau. Ich hätte noch eine Frage, ja, zu tun, was in der Aufzählung gefehlt hat, ist sowas wie psychische Gewalt. Ja, das ist jetzt wirklich eine kleine Liste. In die psychische Gewalt, emotionale Gewalt, es gehören sogar Operationen, Anästhesie, kann für viele ein Trauma sein. Also die Liste lässt sich wesentlich verlängern, nur das sprengt dann jeden Rahmen. Aber psychisch, klar, Gewalt ist Gewalt. Das wird nicht vom System nicht unterschieden, ob es körperlich, emotional, psychisch oder wie auch immer darstellt. Genau. Und wir haben ja, wenn wir so ein Traumata überlebt haben, ist es ja ein Lernprozess im Gehirn. Also es verändert etwas in meiner Gehirnverschaltung, in meinem Verhalten. Ich habe irgendwie etwas entwickelt, ein Verhalten entwickelt, das mich irgendwie weit durchbringt, dass ich weiterleben kann. Und das kann über viele Jahre, Jahrzehnte tragfähig sein, so ein Verhalten. Dann hat man halt immer wieder mal Probleme mit Beziehungsgeschichten und hat mal das Problem und jenes Problem. Aber es wird selten darauf zurückgeführt, dass es dafür einen Auslöser mal gab vielleicht. Und wir Menschen haben tatsächlich die Fähigkeit, wir sind unser Gehirn vor allen Dingen und es ist viel Nervensystem, was sich hier abspielt, ist total auf Effizienz geprägt. Das heißt, wenn etwas in unserer Welt inkohärent ist, dann lassen wir uns was einfallen,
ja? Und dann basteln wir uns so ein bisschen wie Pippi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, sodass es dann wieder irgendwie kohärent ist. Und wenn ich das lang genug mache, dann wird es normal, dann wird es zur Normalität. Und ich denke da nicht mehr drüber nach. Passiert gerade. Irgendwann merkt man, ach, wir müssen Kino, müssen wir gar nicht mehr so sehr viel. Und so Kulturveranstaltungen, das geht doch auch ohne. Und in Urlaub fahren, wir kommen, lass uns daheim schön machen, das ist doch fein. Also wir merken so, wir schlafen so ein bisschen ein. Und das ist ein sehr effizientes Funktionieren des Gehirns, weil sonst würden wir permanent uns auseinandersetzen müssen und wahnsinnig Energieverbrauch haben. So denken wir, ach ja, das machen wir jetzt so und wir machen das so. Ja, und damit deckel ich da wieder was drauf, bis ich dann beim Kino war und merke, hey, das hat mir echt gefehlt. Oder mal mit Freunden wieder eine Umarmung zu haben, hey, das hat mir echt gefehlt. Ja? Also da müssen wir ein bisschen aufpassen, jetzt in der Zeit. Vermeidung steht dann nochmal Gedanken unterdrücken, dass ich wirklich einfach Dinge nicht zulasse. Vermeidung von Gefühlen, Orten, Personen. Dysfunktionales Sicherheitsverhalten geht in beide Richtungen, dass ich total sicherheitsvernarrt werde oder das Gegenteil. Exzessive Wut, Ärger, Rachegedanken, selbstverletzendes Verhalten. Das kann ich über viele Jahre kultivieren. Also daraus kann ich eine richtige Kultivierungsschiene machen. Ja? Da noch mit Scham oder Trauer aus. Ja, genau, das gehört da auch mit dazu. Ganz stark. Also Scham und Schuld vor allen Dingen. Das sind die zwei großen, komplexen Gefühlsebenen, die bei Trauma fast immer dabei sind. Schuld und Scham. Ja. Und es ist nicht umsonst, dass seit 2 Jahren, dass Männer als Opfer einen Platz finden. Und viele Männer. Es gibt zum Beispiel in Unterfranken keine Opfer. Es gibt keine einzige Meldung in Unterfranken oder im Bayerischen Wald, also so Niederbayern, Bayerischer Wald. Da muss die Welt wahnsinnig glücklich sein für Männer, weil da gibt es null, null Anfragen. Ja, also in keiner Beratungsstelle dafür. Es stimmt natürlich nicht, aber es ist halt nun mal einfach, das macht man nicht, ja, als Mann. Und dass Männer eben auch sich zugestehen, dass sie Gewalt erfahren haben, dass sie Opfer sind, dass sie in Schwäche gehen können, das ist für viele Männer tatsächlich eine riesen Scham- und Schamthematik. Ja, damit jetzt dahin zu gehen. Viele Einrichtungen auf dem Land werden deswegen nicht besucht. Wir haben Leute, die kommen, es gäbe Einrichtungen tatsächlich, die viel näher wären, zum Beispiel an Augsburg oder die näher wären an Weilheim oder sonst was. Die kommen, weil sie Angst haben, dass ein Nachbar sie sieht, wenn sie in die Beratungsstelle gehen. Also das ist, wir sind irgendwo ganz am Anfang, das muss man aber wirklich sagen. Das, was wir hier in der queeren Community an Arbeit schon hinter uns haben, das haben heterosexuelle Männer wirklich noch vor sich, ja, in vielen Bereichen. Und es ist für uns auch nicht so einfach in der Community, damit gut umzugehen. Wichtig ist ja nicht nur immer, was passiert und was ist das Schlimme, sondern wo sind die Schutzfunktionen. Ich gucke, oh, wir sind ganz schön, braucht viel zu lange. Schutzfunktion heißt gleich Resilienzfaktoren. Das heißt, was hilft mir an der Stelle? Wie kann ich mich beruhigen? Wie kann ich mich, und jetzt springe ich einfach mal, nicht? Also das Wichtigste eigentlich dabei sind alle wichtig, aber soziale Unterstützung. Also wir sind als Mensch auf Bindung angewiesen. Wir können nicht können lange alleine sein und können uns das wieder schönreden, als Sufi irgendwo alleine in der Kontemplation einen Erleuchtungsaspekt zu haben. Gut, alles gut. Aber
der Mensch ist auf Bindung angelegt. Wir sind soziale Wesen. Und soziale Verbindung, soziale Unterstützung ist eigentlich das A und O. Dass da jemand ist, wo ich hingehen kann, Freunde, Familie, Hilfssysteme, was auch immer, ist völlig egal, aber da ist jemand, der da ist und der mit mir da ist. Dank Corona war es natürlich noch leichter, das war. Unfassbare Geschichte. Das Zweite, was ich sehr wichtig finde, ist Selbstwirksamkeitserfahrung. Kann ich selbst was tun? Das ist eine der Grunderfahrungen, die mich aus einem Strudel von Opferdasein rausholt. Ich kann selbst was machen. Ich bin nicht ausgeliefert die ganze Zeit. Und das ist wichtig. Genau. Man kann auch kompensieren. Und wir kennen das teilweise viel. Wir können ganz gut in Leistung kompensieren. Das ist ein gern genommenes Männerkompensationsschema. Also, dass ich eben erfolgreich werde. Und es gibt sehr viele, sehr erfolgreiche Menschen, die irgendwann in einen Burnout gehen. Also die irgendwann sagen, so das ist eine Hülle, das ist nicht echt. Ja? Ich mache es, um etwas wegzuschalten, um etwas zu überdecken. Und irgendwann, das geht bis zu einem gewissen Punkt und irgendwann lässt mein Schutz, mein Kraft, lässt einfach nach und dann kann ich dem nichts mehr entgegenhalten und entgegensetzen. Und dann passiert sowas wie Burnout, Depression und. Viel Suchtverhalten, egal in welche Richtung, alles sind Kompensationsstrategien, um irgendwas wegzumachen, irgendwas draufzusatteln. Wir haben im Borderline-Bereich auch das Ritzen, kann teilweise mit als PTBS-Zeichen sein, kann, muss nicht, kann und. Und dann haben wir dieses Selbstoptimierungswahn, der immer noch herrscht irgendwie, der nichts mehr mit mir zu tun hat, der mir vorgaukelt, wie was zu sein hat, wie man zu sein hat. Mit Instagram wurde es nicht besser. Und wir sind irgendwie in so einem Erfüllungsmodus. Es hat aber nichts mehr mit dem zu tun, was ich eigentlich bin, will oder sein kann. Und damit, genau, das ist das letzte, Ressourcen. Das ist eigentlich das wichtigste Botschaft an der Stelle. Was tue ich für mich, um meine Ressourcen zu pflegen, wertzuschätzen und aufzubauen? Das können äußere Ressourcen sein, dass ich ein Hilfssystem habe, dass ich einen Freundeskreis pflege, was alles gerade nicht so einfach ist an der Stelle. Materielle Sicherheit kann eine gute Ressource sein, dass ich irgendwie weiß, okay, kann meine Miete und meinen Lebensunterhalt bestreiten. Aber viel, die können genommen werden, sehen wir ganz häufig. Ja? Es funktioniert alles wunderbar, bis dann sich der Partner trennt. Zack, das war doch alles so toll. Ja? Ja, und jetzt ist es anders. Oder gekündigt wird und dann stehe ich da und muss denken, hey, scheiße, wie mache ich jetzt das, ja? Also das ist alles in fragile Ressourcenebenen. Wirkliche Ressourcen sind wirklich innere Ressourcen. Das sind innere Haltungen, das ist das, was ich innen erarbeite, das sind Fähigkeiten, innere Fähigkeiten, das ist der Humor, ein ganz wesentlicher Faktor, lachen zu können. Lachen setzt andere Stoffe frei, die dem Stresssystem entgegenschalten und immer wieder für positive Momente zu sorgen, proaktiv zu werden, dass ich dafür sorge, dass es mir gut gehen darf. Punkt. Soweit. Jetzt habe ich wahnsinnig lange gesprochen. Und es ist immer das Blöde, wenn man mich so auf die Schiene setzt, ich kann auch 3 Tage darüber sprechen. Wir haben noch nichts über transgenerationale Weitergabe gesprochen, also wie über die Generationen Traumata weitergegeben werden und. Also das Feld ist gigantisch. Ja, auch gerne zugehört. Danke.